FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat Zweifel am Bestehen der Ampelkoalition mit SPD und Grünen bis ins Jahr 2025 geäußert. Der Spirit, der zum Start der Ampel da war, der löst sich auf. Es ist für viele Menschen keine gemeinsame Richtung mehr erkennbar, sagte der Liberale in einem Interview. Wenn das politische Agieren von SPD, Grünen und FDP so bleibe, würden die Proteste im Land zunehmen. Er könne seiner Partei nicht raten, nach der Bundestagswahl noch einmal mit den Grünen zu koalieren. Auf die Frage, wie denn die handwerklichen Fehler der Ampel entstünden, sagte Kubicki: Es handle sich um drei verschiedene Parteien mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie man einen Staat organisiere. Und damit schauen wir in den Deutschen Bundestag zu Max Hermes. Max, also Kubicki ist eine große Nummer bei der FDP. Bereitet er damit den Weg für seinen Vorsitzenden und Finanzminister Lindner vor, die Ampel tatsächlich platzen zu lassen? Carsten, nein, das würde ich so nicht ausdrücken. Er hat sich ja von vornherein auch immer ampelkritisch geäußert. Also die Stimme, die immer schon gegen die Ampel innerhalb der FDP gepoltert hat. Und was er meint, ist, dass die Interessenlagen der drei Parteien doch sehr verschieden sind. Also die FDP kümmert sich vor allen Dingen um die Wirtschaft und die SPD möchte am liebsten, so Kubicki, die Menschen aus dem Sozialstaat sozusagen mit Sozialgeldern zuschütten und den Grünen sei die Umwelt lieb. Also all diese verschiedenen Interessengebiete, die nicht wirklich zusammenpassen. Die Ampel ist extrem unbeliebt aktuell auch beim Wähler. Nur auf 31% kommen in einer neuen Umfrage die drei Parteien zusammen. Das ist genauso viel wie die Union als Einzelpartei. Hat also ein großes Unzufriedenheitsgefühl bei den Menschen. Und wenn man beispielsweise sich bei den Bauernprotesten umgehört hat, da wurde auf die Ampel geschimpft. Und es gibt einfach nicht mehr viel, was da zusammenpasst. Seitdem der Haushalt, die Corona-Gelder, die ja umgewidmet wurden von der Ampel in eine grüne Transformation, seitdem das Ganze gerichtlich gekippt ist, es gibt es nicht mehr viel Geld, mit dem man diese unterschiedlichen Interessenlagen dann zuschütten kann. Und seitdem sind die Streitigkeiten, die vorher auch schon bestanden haben, noch größer geworden. Und deshalb jetzt die Kritik von Kubicki. Christian Lindner allerdings, der hat keine derartigen Pläne geäußert, dass man aus der Ampel raus möchte. Also so weit ist es aktuell noch nicht. Aber die drei Parteien müssen da schon einiges wieder sich in einigen Punkten zusammenfinden, damit das noch bis zum Ende der Legislaturperiode klappt. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.